Neuzugang Marko Djuricin freut sich über die Rückkehr in seine Heimatstadt Wien. Die Austria war für ihn eine logische Wahl. Die Zeit in Karlsruhe war nicht so einfach für mich, da ich anderthalb Jahre nicht mal im Training meine Position gespielt habe, was sehr ungewohnt war, aber es kann nicht immer gut laufen. Ich bin auch dankbar, dass ich davor die Station immer Stammspieler war, war aber natürlich auch oft verletzt, habe einige Spiele verpasst. Und ja, jetzt hat das irgendwie gepasst. Natürlich habe ich mich gefreut. Wien, Austria ist trotzdem, auch wenn es jetzt seit zwei Jahren nicht so gut läuft, ein Top-Verein in Österreich. Ich kenne es halt noch, wie ich Balljunge war im Stadion und was da für Spieler waren. Also das war, glaube ich, eher noch die, ich glaube, Stronach-Zeit war das wahrscheinlich. Hinterm Tor bin ich da gestanden vom Gitulica. Ja, Derby, glaube ich, aber ich weiß leider nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Aber ich denke, die Austria hat gewonnen. Im Austria-Nachwuchs spielte Marko Djuricin unter anderem gemeinsam mit David Alaba. Ja gut, mit dem David bin ich auch aufgewachsen. Es ist natürlich damals normal, es ist bis heute noch Kontakt. Gott sei Dank, ist ein super Junge. Natürlich den Weg, was der David gegangen ist, ist halt ein Weltstar. Das ist schon ein Wahnsinn. Natürlich sehe ich ihn auch anders, wenn du ihn schon so lange kennst, aber wie er auch am Boden geblieben ist und wie er sich gibt und wie er ist, weil so ist er auch, ist ja einfach nur top. Auch in dem Jahr U14, wo ich war, hatte ich natürlich nur gute Erinnerungen, und als Wiener endlich in Wien zu spielen und hoffentlich bald auch ein Derby zu spielen als Wiener, ist, glaube ich, schon von den Emotionen nochmal anders, als wenn man vielleicht kein Wiener ist oder Ausländer ist, weil viele ausländische Derbys habe ich ja spielen dürfen. Ist auch geil, aber natürlich als Wiener ist nochmal was anderes. Schon im Alter von 15 Jahren ist Marko Djuricin einst von Wien nach Berlin umgezogen, in die Akademie von Hertha BSC. Die Reise war dann auf einmal so lang, dass ich jetzt insgesamt 12,5 Jahre nicht in Wien war oder Wien gelebt habe. Und ja, wenn du jetzt denkst, wie schnell die Zeit vergangen ist, manche Leute denken wahrscheinlich, ich bin 35, aber ich bin ja vor einem Monat erst 28 geworden, von daher ja, schon einiges erlebt. Bei mir war eher immer so, ich sage mal, wie jünger, habe ich mir noch gar nicht so viel an den Kopf gemacht. Ich glaube, wenn du dann erst älter wirst, nimmst du dann aber mehr von den Tiefen mit. Sage ich jetzt mal, wenn es läuft, dann läuft es, freust dich, musst trotzdem hart weiterarbeiten. Eine solche Tiefe erlebte Marko Djuricin bei den Grasshoppers in Zürich, gemeinsam mit einigen ehemaligen Austrianern. Ja, da war ja mein Freund oder die zwei Austrianer, Holzhauser und Lindner ja auch. Da haben wir eigentlich eine super Qualität gehabt, muss ich sagen. Thorsten Fink, für mich einer meiner Top-Trainer oder Top-3-Trainer, die ich hatte. Ich hatte, glaube ich, 30, 31 Trainer, nur als Profi. Tut mir schon sehr weh, muss ich sagen. Grasshoppers auch ein großer Verein in der Schweiz. Und dass wir jetzt da dabei sind und die abgestiegen sind nach so vielen Jahren, hat schon weh getan. Ich muss immer das Beste daraus lernen, auch mit der Situation umgehen, und konnte ich jetzt auch in Karlsruhe viel mitnehmen, obwohl ich nicht meine Position gespielt habe und habe dann im Endeffekt trotzdem gespielt, weil ich einfach es gut gemacht habe, obwohl es ungewohnt war. Und ja, daraus zieht man, sage ich einmal, seine Kraft. Wenn ich denke, in welchen Städten ich wohnen durfte, ich habe gewohnt in London, Budapest, Berlin, Zürich, also das ist auch ein Wahnsinn eigentlich, wenn man so zurückdenkt. Wie gesagt, ich habe überall gute Seiten gehabt, von daher bin ich trotzdem zufrieden. Ich war leider zu viel verletzt, habe manchmal auch nicht so auf meinen Körper geachtet. Manche sagen Pech, aber ich nehme da schon mich auch in die Schuld. Und ja, jetzt bin ich natürlich vom Kopf ganz anders, muss viel mehr machen als andere Spieler. Und ja, wenn man so viele Verletzungen erlebt hat, sage ich mal, will ich fit bleiben. Und dann denke ich, weiß ich schon, dass ich gut sein kann. Aber wie gesagt, es ist kein Einzelsport, die Mannschaft muss aufpassen, und jetzt haben wir eh Gott sei Dank einen kleinen Aufschwung, und hoffentlich können wir den mitnehmen.